Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Mittwochnachmittag in der Nürtinger Straße in Unterensingen. Eine 73-jährige Peugeot-Lenkerin befuhr die Straße in Richtung Oberensingen, als sie verkehrsbedingt hinter einem abgestellten BMW warten musste. Dabei verwechselte sie laut Polizei Gas und Bremse. Der Peugeot beschleunigte, rammte den vor ihm stehenden Wagen und blieb zwischen Mauer und BMW stehen. Die Feuerwehr Unterensingen musste das Fahrzeug zurückschieben, damit die drei Insassen aus dem Fahrzeug herauskamen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 6.000 Euro. Am Mittwochabend zeigten die jungen Talente der Musikschule Denkendorf in der Aula der Albert-Schweitzer-Schule ihr Können. Rainer Kellmeier, Schulleiter und zuständig für die Block- und Querflötenklasse, begrüßte die anwesenden Gäste und wünschte seinen Schützlingen viel Glück. Viele Kinder spielten erst seit kurzer Zeit ein Instrument, dies merkte man ihnen aber nicht wirklich an. Trotz der Aufregung, vor so vielen Menschen zu spielen, gelang es jedem sehr gut. Der eine oder andere Verspieler fiel überhaupt nicht auf und so wurde jeder kleine Musiker von den Zuschauern gebührend gefeiert. Heute sind wir in Denkendorf in der Albert-Schweitzer-Schule und in dieser Aula machen wir von der Musikschule unsere Schülerkonzerte. Wir haben so ein dreistufiges System, wir fangen an mit Klassenvorspielen, wo die Schüler der einzelnen Klassen spielen. Dann haben wir hier die Schülerkonzerte, die gemischt durch alle Klassen gehen. Und dann haben wir unsere großen Konzerte in der Festhalle in Denkendorf, Frühjahrskonzert, Herbstkonzert, die wirklich ein sehr beachtliches Niveau aufweisen. Ja, ich würde sagen, wir haben ein mittleres Niveau, aber ich muss allen ein Kompliment machen. Die Jungs und Mädels haben hervorragend gespielt und für die Leistungsdichte, die wir da haben, kann man sehr zufrieden sein. Wir sind eine vielseitige Musikschule. Wir machen nicht nur Barockmusik, sondern auch unterhaltende Musik, wie Sie gehört haben. Und die Lehrer singen auch mit Schülern. Manchmal singen auch die Schüler alleine. Und das gehört auch heute dazu, weil diese modernen Popsongs natürlich bei den Schülerinnen und Schülern sehr beliebt sind. Ich bin sehr zufrieden. Alle haben ihre Sache hervorragend gemacht. Und das ist wirklich ein schöner Abend gewesen. Wir haben im Frühjahr, etwa im Mai, das Frühjahrskonzert und im November ist das Herbstkonzert. Und nächstes Jahr feiern wir 50-jähriges Jubiläum der Musikschule. Da sind wir gerade dabei, einen ganz großen Fächerkanon und Veranstaltungskanon zusammenzustellen. Natürlich auch eine Festschrift. Das wird die große Sache nächstes Jahr. Vorgetragen wurden die verschiedensten Musikinstrumente. Ob Block- und Querflöten, Akkordeons oder Gitarren. Fast alles war vertreten. Die Stunde, in der das Schülerkonzert stattfand, verging wie im Flug. Dass sowohl die Schüler als auch Lehrer nicht nur ein Musikinstrument spielen, sondern auch singen können, bewiesen Elisa Annabelle Knapp und Günay Göklu. Yeah.
Das Schülerkonzert findet in unregelmäßigen Abständen statt, um den Kindern das Spielen vor Publikum beizubringen und auch den Interessierten zu zeigen, auf welchem Stand sie aktuell sind.